Nee, keine Ahnung. Mann, und du hast keine Zeit, um dich auszuruhen, weil dieser verdammte blöde Wald brennt! Komm schon, komm schon, komm schon, nein! Wo bin ich? Ich sehe mich nicht mehr. Oh, verdammt, habe ich das nicht? Moment, ganz kurz. Okay, alles okay. Oh Mann, du! Ah! Nö, Mann, bin ich blöd! Ich bin so blöd! Um Himmels Willen, ich Idiot! Ah! Entschuldigt bitte, Leute, meinen Ausdruck. Sie hat sie mit dem Feuer belassen, hat gedacht, dass irgendetwas passiert ist. Der Geisterbaum so nah.
Er ist unsere letzte Hoffnung. Ich kann nicht schießen, ich kann nicht speichern, ich kann nicht die Karte aufrufen. Der Geisterbaum ist nah, nur ein Schritt ist noch zu tun. Der Wald von Nibel wird wieder leben. Ich bin baff. Und ein bisschen müde. Heide. Das letzte Level hat mir fast alles abverlangt. Und ich sag's gerne nochmal, wie konnte ich nur so dumm sein und diese Luftströme übersehen? Hätte ich diese Luftströme bloß nur gesehen, wären wir hier nicht stundenlang. Okay, ja, ist ja gut. Wäre ich nicht stundenlang am Fehlen gewesen und ihr hättet nicht stundenlang euch diese Qual antun müssen. Zufrieden?
Das war aber ein richtig ganz, ganz gutes Spiel, muss ich schon sagen. Also, gutes Spiel. Es ist halt eben ein Jump'n'Run. Was will man von einem Jump'n'Run erwarten? Dass man rennt und springt. Aber es hatte ab und zu mal wirklich knifflige Parts. Wo man wirklich überlegen musste, wie kommt man da hin? Und plus noch diese zwei Fähigkeitenpunkte, die ich da holen muss. Naja. Wir schaffen es so oder so nicht, das Spiel noch auf 100% zu bringen. Das können wir vergessen, Freunde. Dazu fehlt uns dieser eine Energiepunkt beim Labyrinth. Und zum anderen fehlt uns noch da... Meine Fresse, ist das gerade laut. Zum anderen fehlt uns noch da diese 12%, die wir in dieser Eisgrotte vergessen haben. Ja. Und ich bin nicht gerade der Meinung, dass ich hier alles nochmal machen werde. Euer Fazit? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Meines, wie gesagt, knifflige Stellen, aber sonst alles in Ordnung. Und halt eben das Spiel an sich, das Spielen ist eher hintergründig. Es ist eher die Geschichte, die im Vordergrund steht. Und das Märchenhafte, das Malerische. Und da muss ich wirklich sagen, es tut ab und zu mal gut, auch so ein Spiel zu spielen. Nicht nur die ganze Zeit, ah, komm mal her, sondern auch mal wirklich in sich kehren, sich aufregen über einen kleinen Teil des ganzen Spiels, aber über das Große und Ganze zu entspannen, zu freuen, zu sehen. Ja. Ja, der Gummo, der hat uns schon ab und zu... Gummo, genau, Gummo. Er hat uns schon ab und zu mal Probleme gemacht. Zuerst am Anfang. Und dann in der Mitte, in der Eisgrotte. Ja. Ansonsten war er uns ein guter Freund. I'd like to thank you all the fans of Ori and the Blind Forest for their continuing and heartfelt support. Ist doch gern geschehen. Stimmt's, Leute? And huge thanks to Fan Art Contest winner Maggie Glizakowski. Applaus für Maggie! Ja. Ich würde sagen, das war's somit, Freunde. Danke euch vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, wenn ihr immer noch der Meinung seid, ja, dieser Typ, dieser Echo ist ein verrückter Typ, den habe ich gerne. Und den schaue ich auch gerne. Ihr merkt, ich habe keine Ahnung, was ich hier für einen Stuss rede. Dann drückt doch einfach auf den Abo-Button. Würde mich sehr darüber freuen. Ihr wisst ja, wo der ist. Bis die Tage. Tschaußen zusammen.